Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute die erste Ente in meiner neuen Küche. Dafür war ich heute extra noch für euch beim Friseur und ich freue mich schon richtig darauf. Das Schöne an diesem Rezept ist, ich zeige euch heute, wie es in der Gastronomie im Restaurant gemacht wird. Im Ergebnis habt ihr dann eine wirklich super saftige Ente und das Beste an der Sache ist, es ist wirklich stressfrei, denn ihr könnt sie am Vortag vorbereiten und noch dazu bekommt ihr eine richtig tolle Soße hier raus. Und es ist gar nicht schwierig und so könnt ihr an Weihnachten dann auch mit am Tisch sitzen und müsst nicht die ganze Zeit in der Küche rumrödeln und Küche putzen den ganzen Tag. Das müsst ihr dann am Vortag tun. So, wir legen los. Und als erstes fange ich mit der Füllung an. Ihr könnt ein bisschen Orange nehmen zum Beispiel. Ich nehme jetzt hier in dem Fall eine halbe, gut waschen. Dann schneiden wir die grob klein. Hier müsst ihr auch keine Kerne rausnehmen bei den Äpfeln. Einfach alles zusammen schneiden. So, ich habe jetzt eine halbe Orange, 2 bis 3 Äpfel und 2 mittelgroße Zwiebeln. Einfach alles grob klein schneiden und in eine Schüssel geben. Dann mache ich mit rein ein bisschen Beifuß. Könnt ihr im Ganzen eigentlich auch reinmachen, müsst ihr gar nicht ablesen. Beifuß ist so das klassische Gewürz bzw. Kraut für Enten und Gänse, weil es eben dabei hilft bei der Fettverdauung. So, dann gebe ich hier noch ein bisschen Thymian mit rein. Dann würzen wir die Füllung auch mit Pfeffer. Und Salz. Und schon ist die Füllung für unsere Ente fertig. Könnt ihr genauso gut für eine Gans verwenden. Ist eigentlich immer ähnlich. Kommen wir jetzt zur Ente. Hier habe ich eine weibliche Barbarie-Ente. Die hat etwa 1,8 Kilo. Die werden wir jetzt erstmal gut mit kaltem Wasser auswaschen. Ja, und dabei geht es nicht darum, Keime oder irgendwas wegzuwaschen, sondern wir wollen Blut wegwaschen, Blutgerinnsel. Hier sind auch noch die Nieren drin. Ja, da muss man so ein bisschen mit dem Finger reingehen und die dann rauspulen. So, und dann ruhig mit der Hand auch mal reingehen. Hier ist jetzt schon alles sauber. Die muss ich jetzt nur noch waschen und gut trocknen danach. Jetzt schneide ich hier hinten zum Beispiel das Überschüssige. Nicht zu kurz schneiden, aber das hier schneiden wir ein bisschen weg, das Fett und die Haut hinten. Dann machen wir den Flügel, den schneiden wir ab. Ja, dafür einfach bitte hier an den Sehnen entlang schneiden. Und dann knackt das hier schon durch. Das nehmen wir nachher für unseren Soßenansatz. Würzel machen wir ab, den nehme ich nicht mit für die Soße. Man kann ihn theoretisch nehmen, manche finden sogar, das ist eine Delikatesse. Ich mache ihn auch manchmal, ich lasse ihn auch manchmal dran. Geschmacklich schadet es nicht, aber der eine oder andere findet es einfach nicht so appetitlich. Was ich meistens auch sehr gerne mache, ist hier diesen Wunschknochen, nennt man das, zu entfernen. Das kann vielleicht nicht jeder, es ist nicht wirklich schwer eigentlich. Man geht mit dem Messer hier rein. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann überspringt ihr den Schritt einfach. Ja, den könnt ihr hier mit dem Finger ertasten. Und dann könnt ihr den einfach hier rausknacken. Kommt auch mit in die Soße. So, damit ist die Ente jetzt auch schon fertig. Jetzt wird sie gefüllt und gewürzt. Ich mache mir dafür ein bisschen Pfeffer vorher in so eine Schüssel, denn sonst ist es ein bisschen schwierig mit dem Handling. So, dann salzen wir die gut von innen, innen und außen. Auch Pfeffer ran. Und jetzt kommt die Füllung. Wenn ihr da ein bisschen was übrig habt, könnt ihr auch für euer Blaukraut zum Beispiel verwenden. Jetzt würzen wir die gut von außen.
richtig schön einreiben rundherum. Hätte man tatsächlich auch Formfüllen machen können. Wäre eigentlich einfacher. Ja, da wirklich großzügig sein mit dem Salz. Nicht geizen. Füllung geben wir wieder rein. Wenn ihr hier noch ein paar Federn drin habt, könnt ihr die entweder mit der Hand oder auch mit einer Pinzette einfach rausziehen. So, von oben pfeffere ich die auch noch ein bisschen. Und jetzt gebe ich die auf ein Blech. Obendrauf lege ich ein Gitter. Da geben wir einen guten Schuss Wasser. Ihr könnt auch Brühe nehmen. Wasser mit rein. Ich nehme jetzt hier in dem Fall heißes Wasser. Heißes Wasser einfach deswegen. Ich packe die jetzt in den kalten Ofen und stelle den an. So haben wir schon mal ein bisschen Energie gespart. Und wenn ich kaltes Wasser nehme, muss das extra noch erwärmt werden. Das dauert dann einfach zu lange. So, die kommt jetzt rauf. Und dann gebe ich sie bei 110 Grad Umluft für ungefähr 2 Stunden in den Ofen. Das kommt immer ein bisschen auf den Ofen drauf an. Das kann da ein bisschen variieren. Wenn ihr keinen Umluft habt, dann nehmt Ober-Unterhitze 130 Grad. So, um festzustellen, ob die Ente gar ist, gibt es zwei Methoden. Zum einen ein Thermometer, das ist die sicherste, einfachste. Das einfach hier in die Keule stecken und die sollte eine Kerntemperatur von 73 Grad haben. Eine andere Methode ist, das zeige ich euch nachher mit einem Stäbchen. Das hat man früher so gemacht, funktioniert auch wunderbar. So, die packe ich jetzt erstmal in den Ofen. Wenn ihr so ein kleines Hackbeil habt, dann könnt ihr hier die Knochen nochmal ein bisschen durchhacken. So, 2 Stunden sind um. Ja, sieht noch nicht spektakulär aus, die Ente, aber glaubt mir, das wird. So, und jetzt gucken wir uns mal die Temperatur an. Dafür am besten hier in der Keule einfach reinstechen. Und so könnt ihr auch schon sehen, ohne Thermometer, wenn ihr das jetzt hier rauszieht. Und der Saft, der da rausläuft, ist klar. Klein bisschen rosa ist der hier noch. Temperatur, genau 73 Grad. Mir reicht das jetzt im Prinzip. Die wird hier nämlich noch ein kleines bisschen nachziehen. Und dann ist sie, glaube ich, perfekt. Ich lasse die jetzt erstmal, bevor ich sie zerlege, runterkühlen. Halbe Stunde auf jeden Fall. Hier können wir noch einmal die Ente, so ein bisschen den Saft aus der Ente rauslaufen lassen. Aufs Blech. So, das, was jetzt hier noch drauf ist, das werde ich ein klein bisschen mit heißem Wasser ablöschen oder ablösen. So, und dann gebe ich das durch ein feines Sieb in ein Gefäß. So, diesen Fond geben wir dann in ein hohes Gefäß. So, man sieht hier schon direkt, wie sich Fett und Fond trennen. Das können wir jetzt kurz in den Kühlschrank stellen oder ins Gefrierfach, dann wird das Fett fest oder wir schöpfen es einfach ab. Bei der geringen Menge geht es im Kühlschrank und Gefrierfach ganz, ganz schnell. Meine Ente ist jetzt genug abgekühlt. So, die können wir jetzt zerlegen. Dafür schneiden wir hier links und rechts am Brustbein einfach in die Brust. Dann schneiden wir hier einfach durchs Brustbein durch. Geht sehr gut mit einem Sägemesser. So, und dann einmal Füllung rausmachen. So, hier sieht man den Dampf noch ein bisschen. So, und jetzt, wer eine Geflügelschere hat, kann hier durchschneiden. Ansonsten könnt ihr das auch einfach anbrechen. Das knackt dann hier durch. So, hier einfach die Rippen brechen. Mit einem normalen Messer kann man das auch einfach durchdrücken. So, und schon haben wir eine halbe Ente. Und jetzt machen wir hier diese Knochen noch raus.
Ja, das geht ganz einfach. Einfach mit dem Finger drunter gehen. Notfalls hier noch ein bisschen mit dem Messer nachhelfen. Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber auch gar nicht so schwer. Hier noch ein bisschen Knochen drin. So, und schon haben wir im Prinzip hier eine halbe Ente, komplett ohne Knochen, außer jetzt hier noch die Oberschenkelknochen. So, und entweder können wir die jetzt so wie sie ist bräunen, oder aber wir trennen Brust und Keule noch voneinander ab. So haben wir eine schöne Keule und eine Brust. Die Knochen, die wir jetzt hier haben, die können wir nochmal durchhacken. So, die Knochen, die gebe ich jetzt nochmal auf ein Blech und röste sie im Backofen bei etwa 210 Grad Heißluft für ungefähr 20 bis 30 Minuten. Für meine Soße habe ich mir schon mal ein bisschen Röstgemüse vorbereitet, und zwar in dem Fall Sellerie, Karotte, Zwiebel. So, dann gebe ich ein Gewürz noch dazu, ein Lorbeerblatt. Wenn ihr es bekommen könnt, nehmt ein frisches. Dann habe ich hier noch zwei Pimentkörner, zwei Wacholderbeeren. Wer es mag, so ein kleines Stück Sternanis, finde ich immer bei der Ente perfekt. Also hier reicht wirklich ein halbes. Ich nehme jetzt hier so ein kleines Ding und eine Nelke. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Tomatenmark. Und zum Aufgießen nehme ich in dem Fall einen hellen Geflügelfond. Ein dunkler wäre noch besser, da bekommen wir noch mehr Farbe. Ich würde ihn auf jeden Fall immer selber machen. Was nehmen wir noch? Ein wenig Rotwein. Balsamico-Essig und, wer möchte, ein Schuss Madeira oder aber auch Portwein, das geht auch. So, ich fange jetzt mal an und gebe ein bisschen was hier von meinem Entenfett in eine Pfanne oder Topf. Topf ist eigentlich besser. Da rein gebe ich meine Flügel und auch direkt das Gemüse. Und das rösten wir jetzt erstmal schön. Wenn das Gemüse schon Farbe hat, dann geben wir hier unsere gerösteten Karkassen aus dem Ofen dazu. Wichtig ist hier, das Gemüse nicht zu verbrennen, denn sonst wird es bitter. So, dann gebe ich etwa einen guten Teelöffel Tomatenmark dazu. Und dann lösche ich mit einem kleinen Schluck Balsamico-Essig ab. Wichtig ist, ihn komplett einzukochen. Jetzt kommt ein bisschen Rotwein mit drauf. Und auch den wieder komplett einkochen. So, der Rotwein ist eingekocht. Jetzt gebe ich noch einen Schluck Madeira dazu. Nicht ganz so viel wie Rotwein. So, dann füllen wir das Ganze mit dem Geflügelfond auf. Ein bisschen was hebe ich mir noch auf nachher, um die Ente heiß zu machen. Dann habe ich hier noch meinen Entenfond. Das Fett ist jetzt fest und schwimmt oben drauf. Das kann ich ganz einfach raus festhalten. Das heben wir uns auf, das ist wunderbar für Rotkraut, oder? Wir können zum Schluss noch ein bisschen davon in die Soße geben, wenn uns Entengeschmack fehlt. Dann haben wir hier noch eine Geheimwaffe. So, Gewürze noch dazu. Den Lorbeer, den reiße ich noch mal ein bisschen an, dann geht der Geschmack besser raus.
Und die Soße lassen wir jetzt wirklich nur noch ganz, ganz leicht vor sich hinziehen. Also wirklich knapp unterm Siedepunkt. Wir können noch einen Deckel sogar drauf machen, denn dann bleibt das komplette Aroma hier in der Soße. So, und das lassen wir jetzt so stehen. Niedrigste Stufe, 45 Minuten, maximal eine Stunde, reicht vollkommen aus. So, mein Entenfond, der ist fertig und duftet einfach nur richtig herrlich. Den passiere ich jetzt noch durch ein Tuch und ein Sieb. Ja, da könnt ihr ein Baumwolltuch nehmen, ein Geschirrtuch. Wichtig ist, nicht mit Weichspüle waschen, denn dann schmeckt nachher die ganze Soße nach Weichspüle. So, und das ist mein Entenfond, aus dem wir dann die Soße machen werden. Wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich habe die Ente jetzt über Nacht im Kühlschrank gehabt. Ihr könnt sie aber natürlich genauso gut am gleichen Tag zubereiten. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt müssen wir nur noch die Ente schön knusprig kriegen. Und das geht ganz einfach. Wir nehmen ein Blech, packen unsere Ente da drauf. Auf das Blech gebe ich ein bisschen heiße Brühe, kochende Brühe. Wenn ihr keine Brühe mehr habt, dann nehmt ruhig Wasser, das ist kein Problem. So haben wir ein klein bisschen mehr Geschmack nochmal. Das sorgt dafür, dass sie zum einen nicht am Blech anhängt und zum anderen saftiger bleibt und nicht austrocknet. Die geben wir jetzt in den Ofen mit der Grillfunktion. Wer keinen Grill hat, ist kein Problem, der kann auch Heißluft nehmen, 210 Grad. Dauert etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Immer wieder mal reingucken. Manche haben vielleicht sogar eine Grill-Umluftfunktion. Die könnt ihr auch nehmen, ist fast sogar noch besser. Wichtiger aber ist, schaut immer mal rein. Und wenn es zu dunkel wird, schnell die Temperatur einfach runterregeln. Das ist ganz wichtig. Jeder Ofen ist verschieden. So, ich gebe sie jetzt bei mir in den Ofen bei der Grillfunktion. Ich mache die Ente auf die mittlere Schiene, nicht zu weit oben, damit sie nicht zu dunkel wird. So, meine Soße, die habe ich gestern passiert durch ein Tuch eingekocht. Und dann habe ich sie ein wenig mit angerührter Maisstärke abgebunden. Einfach die Maisstärke in kaltem Wasser anrühren, vorsichtig abbinden, nicht zu viel nehmen. Dann muss sie noch ein paar Minuten kochen, dass dieser Stärkegeschmack rausgeht. Und dann haben wir hier eine wunderschöne, leckere Entensoße. Würzen, Salz, Pfeffer ganz am Ende, denn durch das Einkochen wird die natürlich immer intensiver und wir brauchen wirklich ganz wenig Salz hier. Ist wirklich verdammt lecker und die könntet ihr auch noch, wenn ihr wollt, ganz am Ende mit ein bisschen Kräutern aromatisieren, Thymian, Zitronen, Thymian, Rosmarin, passt alles wunderbar. So, schaut euch das an, wenn das mal nicht lecker aussieht jetzt. Und, Moment. Hörprobe. Knusprig und lecker. So, die richten wir jetzt an. Dafür gebe ich zuerst mal mein Plaukraut hier auf den Teller. Oder Rotkraut, je nachdem, was ihr sagt. Dafür findet ihr auch ein ganz schönes Rezept auf meinem Kanal oder sogar zwei. Die blende ich euch oben ein. So, die Knödel, bevor ihr die auf den Teller legt, immer ein bisschen abtropfen lassen. Denn wir wollen ja kein Wasserbad hier auf unserem Teller. Na, schaut euch die Keule an. Das ist ein Traum. Und natürlich das Highlight eines jeden guten Essens ist eine schöne Soße. Macht die bitte nicht direkt auf die Haut drauf, denn sonst wird euch die wieder weich. Ein absoluter Traum. So, jetzt tut es mir leid, jetzt muss ich leider probieren. Ach, diese Soße.
Sowas von lecker. Jetzt schauen wir mal die Keule, wie die ist. Absolutes Highlight. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch da lassen. Schreibt euer Feedback in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal abonniert, freue ich mich umso mehr. So, und damit sage ich Tschüss. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dann. Ciao, ciao.